Na gut, dann machen wir es so. Ja, und damit zurück zur Formel 1. Und endlich geht's weiter mit dem Qualifying mit mir und dem Marki. Also, du hast gesagt, ich meine mich da irgendwie zu erinnern, dass du gesagt hast, es dauert ein bisschen, bis es dann halbwegs trocken wird. Wir starten, glaube ich, im Regen, ne? Ja. So. Naja, versuchen wir es irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Warum auch immer. Irgendwie hast du Probleme mit deinem Ton. Also wie gesagt, das gefällt mir eigentlich nicht, aber es muss halt so jetzt mal gehen. So. Ja, 10 Minuten. Etwas, ja. Es gefällt mir noch nicht zu 100%, aber ja. Ja, das kann natürlich daran liegen. Ich habe meins bei Action geholt für 16 Euro. Vielleicht ist das mal irgendwie ein Ansporn. Da müssen wir jetzt einen kleinen Moment haben. Das heißt, die letzten 5, 6 Minuten sind nur trocken oder was? Oder 10 Minuten, bei den letzten 10 Minuten. Warte mal. Ja gut, dann sind es bei den letzten Minuten. Ja, Wetter 5 Minuten. Alles klar. Ich sehe es unten, ja. Naja, fahren wir es. Irgendwie versuchen wir es mal rauszukriegen. Mal gucken, ob ich irgendwie mal was gerissen bekomme. Im Training war, glaube ich, meines Wissens gar nichts auf die Reihe zu kriegen. Alles bereit. Ja, das Problem warum war eigentlich, dass es unterbrochen hätte. Die Folge hätte eigentlich schon fast früher kommen sollen. War halt, dass ich mal rausgeflogen bin. Jetzt habe ich ein WLAN-Kabel, also ein LAN-Kabel dran. Und jetzt sollte es eigentlich ein bisschen stabiler laufen. Ich habe übrigens die KI etwas runtergestellt, ne? Für den Fall das. Auf 68. Ich hatte noch auf nichts zulassen eingestellt. Okay, das wäre vielleicht der Vorteil gewesen, ja. Aber jetzt sollte man dich auch hören. So. Warte mal, jetzt machen wir das Auto gerade vorbei. Carlos Sainz. Man sollte bei Multiplayer-Geschichten übrigens immer mit LAN-Kabel spielen. Das ist eine Diskussion, die ich als letztes wieder in der... Ja. In der IGL hatte. Okay. Ja, ich habe es jetzt bewusst mal reingemacht, damit ich halt, wie gesagt, nicht mal wieder rausfliege. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass es so lang, ist, dass ich das ohne Probleme, dass es passt. Aber scheinbar tut es das. Ja, wie gesagt, WLAN ist das kann man am PC benutzen, um sich irgendwas anzugucken oder irgendwas, aber das sollte man nie fürs Multiplayer-Spiel einer Konsole benutzen. Da braucht ja irgendwo was sein, da braucht jemand ein Handy anmachen in der Nähe oder irgendwas, um das Fechten zu. Nee, jetzt funktioniert, dann weiß ich fürs nächste Mal Bescheid, jetzt allgemein von Formel 1. Bei mir ist es halt einfach so, vom Setup her, ich muss quasi, wenn ich Formel 1 zocken will, muss ich quasi umziehen. Ich habe meinen PlayStation, mein Fernseher steht normalerweise eigentlich im Schlafzimmer, dass ich ohne Probleme dort aufnehmen kann. Aber das funktioniert halt nicht mit dem Lenkrad. Ich habe den Platz nicht dafür, das Lenkrad dahin zu stellen oder den Rennsitz dahin zu stellen. Also muss ich quasi bei mir ins Gästezimmer umziehen mit der PlayStation, mit dem Fernseher.
Und da ist manchmal das durch die Wand. Hä? Ist doch nicht schlimm, solange du dich nicht ausziehen musst, ist das doch alles okay. Ich erkläre es gerade nur. Nein, und durch die Wand ist das manchmal ein bisschen schwierig mit dem Signal von dem vom WLAN-Router. Aber wie gesagt, mit dem Kabel ist das kein Problem. Ja, Hilfe. Oh, Alter. Aber wieder die scheiß letzte Kurve, ey. Letzte Kurve solltest du selbst im Trockenen aufpassen, dem Gas geben. Ja, ich bin jetzt einmal, zweimal. Lieber rollen lassen, nicht durch nicht Gas geben in dem nächsten. Ja, normalerweise ist das kein Problem, aber wie gesagt, ja, also normalerweise geht das immer, dass ich da ein bisschen, wenn ich da um Probleme rumkomme, aber scheinbar ist das mit den Autos nicht möglich. Ich bin jetzt momentan Elfter, klar, aber. Ich weiß auch mal eine Runde um die bisschen. In Kürze wieder eine trockene Strecke haben. In Kürze ist es wieder trocken. Welche Kreie hatten wir eigentlich vorher? 75. Naja, ich will ein bisschen mithalten können am Ende. Wenn ich am Ende des Feldes bin, ist das nicht so schlimm, aber ich will halt mithalten ein bisschen können, ein bisschen falten können und nicht nur ewig die ganze Zeit hinterher gurken. Das war eigentlich so der Gedanke dahinter. Das liegt einfach daran, dass ich halt 2 Jahre fast gar nicht gefahren bin, deswegen ist es halt besser, ein bisschen niedriger anzufangen. Ja, aber hinterher gurken ist dann letzte Zeit eher, weil du meistens in Runde 1 von 2 gefahren hast. Ja. Jetzt mal das Gas ein bisschen weg. Jetzt geht's. Ich habe zwei kleine Quersteher drin gehabt. So, jetzt bin ich zumindest ein bisschen dran an Albon. Jetzt bin ich 17, der volle Claire und vor Bottas. Ich habe jetzt 1,33,6 gefahren. Und ich glaube, Albon hat 1,33,3. Gehe ich jetzt in die Box und warte ich auf das trockene Wetter und dann habe ich also vielleicht noch mal eine gute Runde setzen kann und zumindest ein bisschen dran bin. Das wird ja nicht mehr lange dauern, wenn ich das bei dir so sehe.
Naja, die Strecke ist relativ trocken. Also es regnet nicht mehr, es ist halt noch nass. Ich darf mir das Auto auf der Outlet noch wegzuhauen. So. Blum. Jetzt 31,3 links. Ja, du hast gar, du wartest ab, oder was? Mhm. Ich sehe gerade, du bist nämlich ohne Zeit. Aber momentan sind die Intras noch 4 Sekunden schneller als die. Ich warte, ja, klar, das wird jetzt auch sowieso erst so noch 2-3 Minuten dauern und dann wird es wahrscheinlich das große Knubbel sein und dann musst du irgendwie den richtigen Punkt treffen. Ja, wie gesagt, nochmal, ich habe ein bisschen die KI umgestellt, jetzt hoffe ich, dass ich ein bisschen mithalten kann. Das sieht jetzt schon wieder ein bisschen gut, besser aus. Es ist doch zu nass, um irgendwas zu reißen. De Vries nochmal auf der Dings. Schade, dass sie den nicht schon rausgepatcht haben, dass sie den nicht Ricciardo reingepatcht haben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie kommt. Das ist unser alter Spielstand. Ah, okay, das kann natürlich sein, ja. Den haben sie schon rausgepatcht. Ja, okay, wenn wir noch den, wenn das in der laufende Karriere. Ja, gut, ich fange jetzt aber nicht wegen der einen Fahrer nochmal eine neue Dingskarriere an. Eine neue Karriere an. Wir ziehen das jetzt so weiter. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit finden, mal zum Zocken, zum Formel 1 Zocken zusammen. Die Zeiten werden besser, du friest jetzt Dritter. Ja, aber ich muss jetzt eine Zeit auf Inter setzen, sonst habe ich gar keine Zeit mehr. Stehst gerade hinten, ja. Ja, das muss aber, das kann auch immer Nachteil sein, ne? Das ist wegen Überholen und so. Wetter jetzt trocken, aber es ist noch zu. Zu viel Perez. De Vries. Es sind nur und außer die noch zwei andere. Das ist Perez noch dran. Aber auf Inter. Es könnte doch riskant sein. Ich befürchte, dass es tatsächlich komplett das bleibt. Also sagen wir mal eine Minute noch, bei 2:30 würde ich sagen raus, egal wie. Ja, die Zeit wird definitiv jetzt alle schneller. Aber es ist doch keiner. Achtung, das Auto fährt raus.
Ich fahre jetzt auch noch mal eine Runde. Vielleicht noch mal irgendwie einen Punkt treffen. Sag mal, das ist zu riskant, auf trocken zu gehen. Das ist zu nass. Sind sie am Schleichen oder was? Da sind gerade alle gleichzeitig aus der Box bei Flügelschaden. Ach, Scheiße. Flügelschaden? Ja. Scheiße. Ja, hier liegen aber auch Flügel auf der. Vor dem Parkplatz. Ja, in der Kurve, wo ich gerade war. So, schauen wir mal. Da steht auch ein Red Bull, glaube ich, drin in der Garage. Nur noch 30 Sekunden in dieser Session. Verstappen nur 17, da Piastri 16, Leclerc 20. Tut's gerade erledigt mit Leclerc 20? Siehst du? Krass, ich hätte gedacht, ich habe ihn nochmal verbessert. Ja, ich habe mich aber auch einmal ablenken lassen. Ich bin ziemlich weit rausgekommen. Fast in die Wand eingeschlagen. Was ist denn da? Mal kurz, ich muss mal kurz auf die Zeit gucken. Ah, knapp hinter dem Vries. Schade. Wenn ich, glaube ich, den Fehler nicht drin gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich irgendwo bei 18, 17 vielleicht mit Glück gewesen. Aber okay. Aber okay. Macht ein bisschen Mut. Gut. Dann steht jetzt nur noch das Rennen an, ne? Mhm. Dann gucken wir mal, was Sache ist. Ob es da irgendwie möglich ist. Naja.